Willkommen, liebe Freunde, zu Assassin's Creed 3. Und ich muss euch direkt schon sagen, ist ein kleiner Fehler aufgetaucht. Ich habe die Folge angefangen, natürlich da, wo wir sie beendet hatten. Und habe auf meinen Aufnahmeknopf gedrückt. Anscheinend war ich ein bisschen zu schnell oder weiß Gott, was passiert ist. Habe ich nicht mehr darauf geachtet, dass die Aufnahme direkt auch beendet wurde. Das heißt, ich bin jetzt in so eine Art Keller reingegangen. Natürlich Steckbrief und so haben wir alles entsorgt. Wie gesagt, bin in so eine Art Keller reingegangen und dachte mal, guck mal auf meinem Laptop und sehe auf einmal, die Aufnahme war nicht da. Das heißt, alles war für die Katz. Das waren so laut so ungefähr 6-7 Minuten. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Das war echt blöd von mir. Und ist doch doof. War eigentlich cool, was man da zu sehen war. Also nicht jetzt so cool, aber naja. Hätte gerne das euch gezeigt mit dem Steckbrief. Aber nichtsdestotrotz, jetzt machen wir hier weiter. Und diesmal läuft auch die Aufnahme. Ich guck gerade wie ein Luchs da drauf. Wird schon klappen. Also wir sind jetzt hier in einem Tunnel. Und wir müssen jetzt uns anscheinend durch diesen Tunnel bewegen. Ist, denke ich mal, so eine Art Schnellreisefunktion wie bei Assassin's Creed 3. War ja auch so, glaube ich, mit diesen Tunneln da bewegen. Alles. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Gut. Weshalb bauten Sie diese Tunnel? Ach. Ja, tut mir leid, Leute, mein Kater will jedes Mal mit mir schmusen, wenn ich irgendwie die Aufnahme bin. Anfange, das ist ein bisschen schlecht. Ja, jetzt müssen wir eben die Fackel zünden. Super. Gut. Folgende Hinweise. Ja, das ist klar. Also ich denke mal, hier geht's lang. Ich kenne das aus vielen Filmen. Man sollte einfach die Tieren folgen. Also da machen wir jetzt auch an. Moment. Anzünden. Zack. So. Jetzt werde Licht. Sehr gut. Lass uns weitergehen. Kein Ding. Lass mich aber erstmal jetzt hier da Licht anmachen. Zack. So. Mal eben schauen, wo die Ratten sind. Ja. Ich denke mal, hier sind Ratten. Kann er durch? Nee, natürlich nicht. Ah doch! Ich bin zu weit gegangen. Das stimmt nicht. Ach, wenn du das weißt, ist gut. Dann doch hier hoch. War ja eine gute Abkürzung, oder nicht? Ich muss etwas zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Ja, das kennen wir ja. Licht. Oh ja. Kennt man eigentlich oft. Ausfüllen. So. Ein Ding. Ich fühle mich auch ein bisschen wohler, wenn natürlich Licht ist. Ja, im Dunkeln habe ich so eine schlechte Angewohnheit, halt nicht zu sehen. So. Ja. Angekommen. Gut, gut. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel! Ich schätze, Schlosserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Was für eine coole Sau der Connor ist. Ganz cool. Grinsen. Ja, dann machen wir das. Muss jetzt überlegen, wie das nochmal war. Ja. Achso, klar. Und dann ganz schnell. So. Gut gemacht. Druck hast nicht rein. Das ist gut. Jo. Ja, abtauchen erledigt. Ich hoffe, dass wir bald zur Sequenz 6 kommen. Ich will endlich mal meine freigeschalteten Waffen, die ich in der Join or Die Edition haben sollte. War natürlich richtig cool. Aber ich denke, die Sequenz ist ja bald beendet. Und dann, denke ich mal, kriegen wir auch langsam unser Assassinen-Outfit. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Also ich kann mir vorstellen, dann müssen wir wieder Truppen sammeln. So ein paar Leute, wie damals in Brotherhood. Ich denke mal, hier wird es auch nicht anders sein. Schließlich müssen wir uns ja auch irgendwie ausbreiten. Ja, toll. Ja, habe ich mir gedacht. Das ist die Schnellreisefunktion. Gehen wir auch gleich dahin. Wir sind, glaube ich, noch in Gefahr. Was halt die Incognito-Status angeht. Versuche ich mal hier hoch. Muss noch einmal hier rüber. Okay.
Moment, ich will nicht großartig stürzen. Ich mal hier lang. Runter. Ah, okay, jetzt habe ich es wieder begriffen. Gut. Ich hatte die Angewohnheit aus dem alten Teil, wenn man fällt, muss man sich mit B wieder festhalten, also bei der Xbox-Version. Und hier anscheinend reicht es nur, den linken Stick nach vorne zu drücken. Wusste ich's? Verdammt. Was machen wir denn jetzt? Ach nee, gibt's doch gar nicht. Ich muss irgendwie in die Hütte rein. Das Problem ist aber... Ups. Die Kollegen dürfen uns nicht sehen. Gut, wir können wieder hier zurück. Wie komme ich in die Hütte? Verdammt! Okay. Oh. Ich wollte doch nicht aufs Pferd. Autsch. Geh mal weg. So. Und runter. Wie gesagt, ich wollte nicht aufs Pferd. Ich will hier rein. Jetzt muss ich anonym werden. Ich werde bekloppt. Ah, komm. Aber wieso hast du keine Waffe, Connor? Ah. Zack, zack. Oh, was für eine Aktion. Alter. Wow, diesen Move kannte ich noch gar nicht. Ach, jetzt du auch noch. Wie viele noch von euch? Zack. Alter, den Move vorhin, der war ja echt cool, Leute. Ach. Zack. Zack. Ach du Pferd, geh mir jetzt nicht am Keks. Ihr seht's. Haha. Ah, ich hatte es schon im Gefühl. Alter, wie viele noch? Leute. Keine Lust mehr. Zack. So, du jetzt. Verabschiede dich jetzt auch mal, mein Freund. Ach, jetzt geh mir aus dem Weg. So. So, war nix. Du verlangst sehr viel von mir, Sam. Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Gut, doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis. Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen von der Gefahr, entdeckt zu werden. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Ich auch nicht. Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach dir suchen. Komm, ich zeige dir, wie du abreisen kannst, jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. Ja, gute Kollege riskiert einiges. So, nun hattest du Gelegenheit, alles mal zu sehen. Unlauteres Benehmen wird die Bürger erregen und bringt sie dazu, die Wache zu rufen. Abhängig von der Schwere deiner Verfehlungen suchen sie vielleicht nur kurz nach dir, bevor sie zu ihren Posten zurückkehren. Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Vergiss das nicht. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Ist das dein Ernst? Das klingt aber naiv. Hier wären wir. Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles, Sam. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. So richtig? Klingt doch stark. Das heißt, wir müssen dann nur zum Drucker, da hätten wir alles erledigt. Dann wären wir nicht mehr gesucht. Oh, volle Synchronisation. Stark. Das heißt, wir können jetzt langsam nach Hause, denke ich mal. Ich muss mal jetzt auf die Karte schauen. Müssen wir jetzt nach Hause? Wo zeigt die Karte? Ja, ja. Dann ist es einfacher. Da war natürlich den Hafenmeister. Fragen, wo genau? Boston ist das, dann ist das wahrscheinlich, denke ich mal, das ist dann das unsere Hütte, denke ich mal.
Also, vom Begriff her sagt mir das jetzt nichts. Naja. Werden wir ja sehen. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Müssen wir halt ein bisschen laufen. So. Ist doch ein bisschen weit, wa? Obwohl, das geht. Ah, da ist eine Hütte. Und da ist ein kaputtes Schiff. Wer ist denn hier denn zu Land gegangen? Hallo? Na, halt nicht. Ja, auf die erste Seeschlacht freue ich mich auch, ehrlich gesagt. Bestimmt lustig. Und eine Kiste hier. Na, ist egal. Wird sicherlich lustig, die erste Seeschlacht. Also ich kenne das aus dem Trailer. Sah gut aus. Bis jetzt weiß ich gar nicht, wie das jetzt in Wirklichkeit aussieht. Ich weiß, es gibt ja so einige Let's Player, die auch natürlich Assassin's Creed 3 spielen, aber... Ne, ich will mich nicht spoilern lassen. Nö. So. Dann mal schnell flott nach Hause. Ich will nämlich mein Assassinen-Klamotte. Ich denke mal, Sequenz 5 ist jetzt gleich beendet. Oh, das wird jetzt geil. Ab. Na, doch nicht. Naja. So. Achilles. Dein Junior ist zu Hause. Oh, wie geil. Cool. Anstatt dass mal ganz kurz weiß wird, fürs Haus betreten. Kronleuchter ziehen? Ah, das, ja, das geht, jetzt geht's nach unten wahrscheinlich, ne? Jo. Ja, haben wir schon mal die Tür geöffnet. Ja, so sieht's doch besser aus. Jetzt fühle ich mich ein bisschen heimisch. Zu essen ist auch reichlich. Ich meine, von innen sieht's jetzt ein bisschen besser aus. Guckt euch das mal an. Auf jeden Fall. Oh. Was haben wir denn hier? Cool. Wie nennt sich? Weißkopfadler oder so? Naja. Gehen wir jetzt erstmal zu Achilles. Das Haus können wir uns ja später anschauen. Ja, Rückkehr des verlorenen Sohns. Willkommen zurück. Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Oh yeah. Frank. Was denn jetzt? Stör mich nicht! Eine Zeremonie habe ich hier, hallo? Aber wenigstens fühle ich mich cooler. Ich helfe dir gleich. Ja, ausrüsten. Wir machen es mal anders. Das hier legen wir hier unten hin und... What? Wie jetzt? So. So, jetzt habe ich's. Hey, Hilfe! Ja gut, ich komm schon. Was schreist du denn so wie am Spieß? Hilfe! Hilfe! Ah ja. Hey. Sehr gut, Mensch. Oh, komm, bitte, Hilfe! Was? Er wird sterben! Was denn? Er wird sterben. Er. Keine Zeit, bitte komm! Ja, ah, ah, na gut. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wer der gute Mann ist, das zeige ich euch einfach in der nächsten Folge. Denn ich muss jetzt leider hier beenden. Und ich hoffe, ihr könnt mir jetzt verzeihen, dass es halt natürlich ein bisschen schief gegangen ist mit der Aufnahme. Nehmt's mir bitte nicht so tragisch.
dafür ist die Aufnahme noch zum Glück gelungen. Und in der nächsten Folge sehen wir, was der Herr uns zu sagen hat. Und dann sehen wir hoffentlich die Zeremonie des Assassinen weiter. Also Leute, schaltet wieder ein. Bis zur nächsten Folge Assassin's Creed 3.